Ja, liebe Pilzfreunde, heute gibt es den ersten Fund tatsächlich noch vor der Einleitung. Schaut's mal, wer bei uns da ist. Aus dem Auto ausgestiegen, 2 Meter in den Wald gegangen und mitten am Waldweg leuchtet er mich an. Der klebrige Hörnling. Kein Speisepilz, nicht mega selten, aber der erste Fund dieser Art im Pilzjahr 2023 und dementsprechend ist die Freude natürlich riesengroß. Warum kein Speisepilz? Ja, der hat so ein bisschen gummiartig holzige Konsistenz, keinen besonderen Geschmack, ist relativ klein. Manche sammeln den, plus minus aber eher zu Dekozwecken, legen den dann gerne als Farbtupfer mit auf den Teller. Aber den als Speisepilz zu sammeln, würde ich plus minus eher nicht empfehlen. Ja, ist doch ein wunderbarer Start in die Tour. Für euch gibt es jetzt die Einleitung. Und dann hoffen wir mal, dass die Tour genauso weitergeht, wie sie begonnen hat. Hallo, liebe Pilzfreunde und herzlich willkommen zu einer neuen und letzten Waldrunde im Pilzmonat Juni. Ich bin mega gespannt, was sich heute bei uns im Wald tut. Letzten Freitag war es hier relativ nass, da hat sehr viel geregnet. Was heißt sehr viel? Ja, ist natürlich immer relativ. Aber der Wald hat einen nassen, feuchten Eindruck gemacht. Unter der Woche gab es nochmal so 5, 6, 7, 8 Liter auf dem Quadratmeter. Ja, und es war nicht ganz so heiß wie die Woche davor. Vielleicht haben wir das Glück, dass wir heute zum Abschluss des Pilzmonats nochmal eine schöne, artenreiche Waldrunde erleben dürfen. Würde mich natürlich riesig freuen. Ja, und ganz leer, wie habt ihr es gesehen, gehen wir auf alle Fälle schon mal nicht aus. Ja, würde mich freuen, wenn es mich begleitet. Und dann hoffen wir auf eine schöne, artenreiche Waldrunde. Auf geht's! Ja, nur ein paar Meter weiter nach dem klebrigen Hörnling klappt es gleich mit dem zweiten Fund. Und es ist wieder mal ein wunderschönes, großes Exemplar vom Nadelholzbraunporling. Der wächst hier sicherlich auf den Wurzeln von einer gefällten Lerche und zeigt uns hier seine wunderschönen goldgelbbraunen Farben. Ist ebenfalls kein Speisepilz, aber gerade wenn die eben größer werden und trotzdem noch diese wunderschönen Farben besitzen, immer wieder eine Aufnahme wert. Ja, und ihr könnt es gerne mal in die Kommentare schreiben, ob euch auch schon aufgefallen ist, dass die scheinbar 2023 ein sehr gutes Jahr erwischt haben. Die stehen bei uns dieses Jahr wirklich wieder massenhaft in den Wäldern rum und können in allen Farben, Formen und Größen gefunden werden. Ja, endlich klappt es mal mit einem Fund, der so richtig nach Pilz aussieht. Dritter Fund auf der Fundliste, der rotbraune Scheidenstreifling. Dürfte nicht nur der häufigste Scheidenstreifling sein, sondern auch der am einfachsten zu bestimmende. Warum? Weil er eine ganz typische rot-orange-braune Hutfarbe besitzt. Und ansonsten typischer Scheidenstreifling, Scheide an der Stielbasis, ist dieses heutige Gebilde hier. Keine Knolle an der Stielbasis, kein Stielring, dafür aber ein stark geriefter Hutrand. Ja, und bei jungen Exemplaren muss man da schon ein bisschen genauer hinschauen, dass man das erkennen kann. Aber wenn man weiß, nach was man suchen muss, dann findet man das Merkmal auch. Während Speisepilz steht hier allerdings auf einem Südhang an einer sehr lichten Stelle. Da hatte die Sonne wieder mal Vollzugriff. Ja, und auch wenn es nicht so heiß war letzte Woche, trotzdem hat sie den Boden komplett ausgetrocknet. Und auch der Fund hat schon so einen latenten Trockenschaden und ist auch etwas angefressen. Darf deswegen natürlich stehen bleiben. Nachdem es letzte Woche wirklich nur mit altem, verdorbenem Wachstum bei den Sommersteinpilzen geklappt hat, klappt es heute mit ganz jungem, frischen Wachstum. Aber das Muster bleibt gleich. Entweder befinden sie zu alt oder wie in dem Fall zu jung. Woran kann man jetzt erkennen, dass das ein Sommersteinpilz ist? Ja, erstens passt er ins Habitat, ist eine Stelle, wo man immer wieder Sommersteinpilze finden. Und wenn man ganz genau hinschaut, kann man hier zumindest ansatzweise das typische Stielnetz der Steinpilze erahnen. Ja, und auch sonst passt eben alles, Hutfarbe und so weiter. Und dementsprechend, ja, eine weitere Art für die Fundliste, aber leider zu klein für den Speisepilzkorb. Schauen wir mal, ob das heute vielleicht auch noch ein bisschen größer geht. Ja, während es hier im Wald so ein bisschen anfängt zu regnen, klappt es mit einem weiteren Neuankömmling. Ja, ist ein typischer Buchenmischwaldbewohner bei uns in Oberbayern. Ein Milchling, ein sehr scharfer Milchling. Ja, und nicht selten, wenn so eine Art einen scharfen, pfeffrigen Geschmack hat, dann steckt das Wort Pfeffer auch im Namen. Es ist nämlich einer der Pfeffermilchlinge. Was es mit der Art auf sich hat, schauen wir uns gleich an. Vorher nehme ich den Fund erstmal raus.
Von den Pfeffermilchlingen stehen hier im Laubmischwald jetzt wirklich massig Fruchtkörper rum. Bin schon an ein paar Stellen vorbeigekommen, wo es genauso aussieht wie hier. Hier ein junger Fruchtkörper, da ein mittelalter Fruchtkörper und da vorne ein ausgewachsener alter Fruchtkörper. Was hier schon wieder auffällig ist beim ausgewachsenen Fruchtkörper, ist der Trockenschaden. Immer wenn der Hutrand so einreißt, dann fehlt dem Fruchtkörper in der Regel das Wasser zum Wachsen. Ja, aber ich werde die Gelegenheit, glaube ich, jetzt echt mal nutzen, wenn es so viele verschiedene alte Fruchtkörper von der Art hat, dass ich mir ein paar neue Detailaufnahmen von der Art besorge. Denn auch das Pilzporträt zu dieser Art muss zwangsläufig auch mal irgendwann vertont werden. Ja, und das ist natürlich jetzt eine super Gelegenheit, die Aufnahmen dafür zu machen. Wunderbar. Ich freue mich hier immer riesig, wenn ich schon vorhabe, so ein Pilzporträt zu drehen, wenn es dann wirklich klappt, dass man verschieden alte Exemplare von so einer Art vor die Kamera bekommt. Ja, und hier klappt es wirklich in Perfektion. Ein ganz, ganz kleines Baby-Exemplar. Ja, ein ganz, ganz junges, aber ein bisschen größeres Exemplar. Hier wird es dann noch ein bisschen größer. Ein wirklich perfektes Exemplar vom Pfeffermilchling haben wir hier. Nicht zu jung, nicht zu alt, kein Trockenschaden. Ja, so stellt man sich einen Pfeffermilchling in Perfektion vor. Aber hier haben wir dann auch noch ein relativ altes oder ja im Prinzip komplett ausgewachsenes Exemplar, das auch einen Trockenschaden hat. Und dieser Trockenschaden ist für die Art gar nicht mal so untypisch. Warum? Weil die bei uns typischerweise im Sommer und Hochsommer wachsen und es immer wieder im Hochsommer zu trockeneren Phasen kommt, wo die dann eben typischerweise so ausschauen und diesen Trockenschaden haben. Worauf kommt es bei der Bestimmung an? Ja, wie die meisten Arten hat auch der Pfeffermilchling ein paar Kernmerkmale. Grundsätzlich ist er erstmal ja weißlich gefärbt, aber immer so ein bisschen cremegelblich gefleckt. Und gerade wenn es in Richtung Alter geht, fällt auch bei den Lamellen auf, dass die so ein bisschen cremegelblich verfärbt sind. Hier sieht man es besonders gut, wenn man die Farbe vom Stiel und den Lamellen im direkten Vergleich betrachtet. Stiel weißlich gefärbt und Lamellen so ein bisschen cremegelblich verfärbt. Ein weiteres Charakteristikum der Art sind die sehr eng stehenden Lamellen, das sehen wir hier auch. Und dass die Art als Milchling natürlich eine Milch absondert, wenn man sie verletzt. Hier relativ in der Bildmitte oben sieht man schon so ein bisschen, da haben wir die Lamellen wohl ein bisschen verletzt. Und schon sondert er diese typische weißliche und sehr pfeffrig scharfe Milch ab. Warum Pfeffermilchling? Ja, ich habe es gerade schon gesagt. Die Milch besitzt einen sehr, sehr scharfen, einen pfeffrig scharfen Geschmack. Ist die Art ein Speisepilz? Ja, für mich nicht. Ich sammle die nicht. Aber es gibt durchaus Sammler, die die ab und zu für Speisezwecke sammeln. Manche ja, sind vielleicht sogar ein bisschen hart im Nehmen und bereiten die pur zu. Braten die sehr, sehr scharf an. Andere wiederum sammeln einmal im Jahr oder alle 2-3 Jahre eine größere Menge von denen, wenn die gerade so einen ausgeprägten Wachstumsschub haben. Die trocknen den dann und verwenden den dann als Pfefferersatz. Ja, und ansonsten ist es eigentlich schon jetzt im Sommer und Hochsommer bei uns in den Laub- und Laubmischwäldern schon so ein kleiner Massenpilz, kann man wirklich so sagen. Und wenn der mal richtig loslegt, ja, dann kann man den mit 10, 15, 20 Fruchtkörpern pro Standort finden. Ja, und da schadet es dann auch nicht, wenn man sich dann wirklich so einen Würzpulvervorrat anlegen möchte, dass man dann pro Stelle, weiß ich nicht, 30-40% von den Fruchtkörpern erntet, die dann trocknet und sich eben so einen Vorrat anlegt. Ja, gerne könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ihr den Pfeffermilchling für Speisezwecke sammelt. Ich, wie gesagt, mache das in der Regel nicht. Ja, nach dem Regen letzte Woche hatte ich schon so ein bisschen gehofft, dass auf dem Totholz vielleicht ein bisschen was los ist. Und tatsächlich zeigt sich jetzt endlich wieder frisches Wachstum bei den Lungenseitlingen. Ja, da werden wir uns auf alle Fälle jetzt ein bisschen bedienen und den ein oder anderen schönen Fruchtkörper in den Speisepilzkorb packen. Wunderbar. Auch in diesem Waldabschnitt geht's endlich los bei den blassen Pfifferlingen. Die hatten aufgrund der vergleichsweise trockenen Witterung leider gar keinen guten Start ins Pilzjahr. Hier und da konnte man mal ein paar jüngere finden. Hier jetzt das erste
richtig schöne große Exemplare der Art. Nehmen wir den mal raus. Wunderschön zu sehen, diese ganz, ganz typische blasse Hutoberseite. Ja, und auf der Hutunterseite wird es dann doch ein bisschen gelber. Ja, und auch hier kann man schon wieder sehen, ein typischer Trockenschaden. Zum Glück noch nicht so weit vorangeschritten. Auf alle Fälle noch etwas für den Speisepilzkorb. Ja, und das schönste und größte Pfifferlingsexemplar, das wir 2023 bisher finden konnten. Wunderbar. Ja, und es bleibt bei uns dabei, wir haben mit den Sommersteinpilzen einfach kein Glück mehr. Wir finden sie, aber sie sind entweder zu alt oder zu jung für den Speisepilzkorb. Der hier wirkt zwar noch einigermaßen fest, ja, und ich nehme ihn auch mal kurz raus, um euch das Stielnetz nochmal zu zeigen, aber schaut euch mal diese Röhrenfarbe an. In dem Zustand sollte man Sommersteinpilze nicht mehr für Speisezwecke sammeln. Und hier jetzt noch das angesprochene Stielnetz, das Kernmerkmal der verschiedenen Steinpilze, das gerade unter den Röhren immer relativ hell weißlich ausfallen sollte. Gerade hier an der Seite vom Stiel kann man es sehr gut erkennen. Ja, und ansonsten der nächste Sommersteinpilzfund, der leider zu alt für den Speisepilzkorb ist. Schade. Kann es vielleicht sein, dass die Sommersteinpilze jetzt doch mal zu einem Wachstumsschub ausholen, der ein bisschen größer ausfällt als Einzelexemplare? Jetzt haben wir schon den dritten Sommersteinpilz heute. Der erste war zu klein, der zweite war zu alt, der dritte war zu alt. Aber ja, ich glaube, die Beschwerden, dass wir unpassende Sommersteinpilze finden, entweder zu alt oder zu jung, haben gewirkt. Warum? Ja, schaut's mal nach da oben. Das sieht verdächtig nach zwei jüngeren, knackigen Sommersteinpilzen aus. Sollen wir uns das anschauen? Ja, natürlich, müssen wir uns natürlich anschauen. Vielleicht doch auch endlich mal wieder ein Sommersteinpilz für den Speisepilzkorb. Und der hier darf natürlich unangetastet stehen bleiben. Ja, und trotzdem ist es eine Freude, so alte Fruchtkörper zu finden, denn die haben ein paar Millionen Sporen verteilt und sorgen dafür, dass wir auch in den nächsten Jahren hoffentlich tolle Sommersteinpilzfunde machen dürfen. Jetzt aber weiter zu den beiden jungen Exemplaren. Die schauen nämlich wirklich noch sehr, sehr jung und ja, komplett aus. Makellos sind die Fruchtkörper leider nicht, aber sie sind schön fest. Nehmen wir den einen hier schon mal raus. Ja, und so wie er auf der anderen Seite halt auch aussehen würde, wäre es natürlich perfekt, aber da war schon wieder eine Schnecke dran. Macht aber nichts. Ein sehr, sehr schöner junger Sommersteinpilz und ich gehe mal davon aus, dass der ansonsten noch zu gebrauchen ist. Und hier auch wieder sehr schön zu sehen, dieses wunderschöne Stielnetz. Ja, schauen wir gleich weiter zum nächsten. Loch natürlich zumachen, ganz, ganz wichtig, damit das Myzel vor Sonnenlicht und Austrocknung geschützt ist. Und der steht hier oben, nur ein paar Zentimeter weiter. Ja, und den ganz, ganz tollen Eindruck von dieser Seite kann auch der leider nicht bestätigen, denn auch der Fruchtkörper ist zwar von der Seite wirklich wunderschön, auch wieder mit ganz, ganz tollem, ausgeprägten Stielnetz. Ja, und auch hier war leider schon wieder eine kleine Schnecke dran. Macht aber, wie gesagt, insgesamt, aha, da haben wir den Übeltäter sogar noch auf frischer Tat erwischt. Ja, die werden wir da vorsichtig versuchen, unten rauszutun. Nicht, dass die uns jetzt noch mehr von diesem kleinen Fund streitig macht. Die werden wir dann auf den großen Steinpilz setzen. Die hat sicherlich auch ein bisschen Hunger. Ja, aber ich würde sagen, endlich mal wieder zwei Sommersteinpilze für den Speisepilzkorb. Wunderbar. Ja, ich habe die Funde jetzt ein bisschen zugeputzt und wie erhofft, schaut's mal, nicht ein Madengang zu sehen. Also das, was die Schnecke hier übrig gelassen hat, sollte komplett verwertbar sein. Ja, und zusammen mit den schon gesammelten Lungenseitlingen und dem blassen Pfifferling haben wir dann schon so eine kleine Mahlzeit beisammen. Perfekt. Ja, aber schauen wir mal, die Tour ist ja noch nicht vorbei. Vielleicht gibt es ja noch ein, zwei so schöne Überraschungen wie die zwei hier.
An den anderen kontrollierten Stellen hat sich leider nichts mehr getan, deshalb jetzt noch ein kleiner abschließender Blick aufs heutige Fundergebnis, was die Speisepilze betrifft. Hier vorne haben wir die Lungenseitlinge, ganz ganz typisch mit sehr hellen Farben, vergleichsweise dünnfleischig und süßlich-pilzigem Anisgeruch. Hier haben wir den blassen Pfifferling, warum der so heißt, sehen wir vor allem auf der Hutoberseite. Ist fast schon mehr weißlich als gelblich gefärbt. Ein sehr, sehr toller, ergiebiger Speisepilz. Leider aber unerwarteterweise ein Einzelfund. Ja, an den anderen Stellen tut sich wirklich noch überhaupt nichts. Schön, dass die ja heute neu hinzugekommene Stelle jetzt endlich den ein oder anderen Fund zeigt. Ja, aber Funde in der Größe, die eigentlich normal wäre, sind bisher leider noch eher die Seltenheit. Ja, und natürlich nicht zu vergessen, die beiden Sommersteinpilze. Zum Abschluss der heutigen Waldrunde noch so ein kleines Fazit zum Monat Juni. Ja, insgesamt muss ich schon sagen, bin ich mega dankbar, dass es über unseren Wäldern doch immer wieder wenigstens ein bisschen geregnet hat. Aber trotzdem war das für uns ein plus-minus eher unterdurchschnittlicher Pilzmonat. Ja, man hat auf jeder Tour seine 5, 6, 7, 8 Arten finden können, aber dass es irgendwo mal bei einer Art zu so einem richtig heftigen Wachstumsdurchbruch mit Massenfunden gekommen wäre, wie man das ja vor allem aus den Jahren 2021, 2020 und 2019 kannten, das ist dieses Jahr eigentlich bisher komplett ausgeblieben. Insgesamt ist das Problem bei uns, ja, ist toll, dass es regnet, aber wenn es halt bei jedem Gewitter immer nur so 5, 6, 7, 8 Liter pro Quadratmeter sind, dann kommt am Ende auch nicht viel dabei rum, weil das innerhalb von 1, 2, 3 Tagen schon wieder verdunstet ist. Dementsprechend bräuchten wir halt dringend mal so ein richtig heftiges Gewitter mit Starkregen, mit Platzregen, natürlich ohne Hagel und Sturm, das dann an Ort und Stelle wirklich mal auf einmal 20, 30, 40, 50 Liter auf den Quadratmeter bringt, damit der Boden einfach mal durchtränkt ist und das auch mal so ein bisschen einsickern kann. Ja, wäre wünschenswert, wenn es jetzt doch mal irgendwann passiert. Auch heute ist es wieder so, es war Regen vorausgesagt. Ja, es tröpfelt und regnet immer mal wieder kurz. Aber wenn man sich den Waldboden hier anschaut, obwohl ich auf einer Lichtung bin, kommt es im Prinzip effektiv nicht im Wald an. Ja, und wenn das dann auf einem Quadratzentimeter alle 10 Minuten mal einen Tropfen runtertröpfelt, ja, dann ist der schneller verdunstet, als der nächste Tropfen fallen kann und dementsprechend bringt es dann auch nicht viel. Trotzdem will ich mich überhaupt nicht beschweren. Ich weiß, in anderen Gegenden schaut es viel, viel schlimmer aus. Ja, und wie gesagt, dementsprechend bin ich doch schon so ein bisschen dankbar, dass wir wenigstens durchgehend überhaupt irgendwelche Funde haben machen können. Und das im Prinzip in verschiedenen Wäldern, verschiedenen Waldarten. Ja, auch wenn diese Wälder ganz, ganz nah beieinander liegen. Das soll es für die heutige Waldrunde und auch den Pilzmonat Juni gewesen sein. Ich hoffe mal, dass es bei denen, wo es im Juni gar nichts zu finden gab, jetzt im Juli ein bisschen besser wird. Ja, und drücke uns ganz, ganz fest die Daumen, dass vielleicht doch überall jetzt auch mal ein Gewitter mit 30, 40, 50, 60 Liter Niederschlag pro Quadratmeter dann runtergeht, dass wir dann einen tollen und bisschen pilzreicheren Juli erleben können. Macht's es gut und bis dann.